dem heutigen Zaubertrick suche ich mir mal zu Beginn erstmal die vier Asse heraus aus dem Spiel. Nur die vier Asse brauchen wir für den heutigen Trick. Und davon nehme ich mir einfach mal eines. Und kann es auch einmal von den vier Karten umdrehen. Und jetzt mache ich einfach mal Folgendes. Wenn ich nämlich jetzt einmal in meinen Finger schnips und eine magische Bewegung über den vier Assen mache, dann seht ihr plötzlich, wie sich wieder alle 1, 2, 3, 4 Asse umgedreht haben. Aber es könnte ja auch manche unter euch geben, die glauben mir nicht, dass wirklich alle 4 Asse umgedreht sind. Also manche könnten vielleicht die Vermutung haben, dass vielleicht ein Ass immer noch umgedreht ist. Und ich euch vielleicht nicht alle Asse gezeigt habe. Aber da kann ich euch beweisen, dass wirklich alle 4 Asse, alle 1, 2, 3, 4 Asse umgedreht waren. Und das war der Zaubertrick. Ich hoffe, er hat euch gefallen und dann bis morgen, euer Magic Erik.